Wie waren das nochmal? Ich glaube, im Super Paper Mario gab es immer mal besondere Items, wenn man irgendwie wo gepennt hat. Aber ich glaube, das haben sie da erst eingeführt. Das gab es vorher, glaube ich, noch nicht. Aber was wir machen können, bevor wir jetzt nach... Oh, wie hieß es? Feuerland? Nee. Moment. Das muss ich kurz nachgucken. Journal. Karte. Hier oben. Ah, nee, habe ich noch nicht besucht. Kann ich noch nicht. Sternjuwel? Nein. Lexikon? Nein. Orden? Nein. Ja, wir werden es noch rausbekommen. Egal. Hieß es Feuerland? Hieß es irgendwie Feuer? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Dies ist Rohling Ostend, das Revier der Bande von Moluski, dem Räuber. Die Häuser hier sind so verfallen, dass man kaum weiß, welche davon bewohnt sind. Fremde sollten sich hier besser nicht ohne konkreten Grund herumtreiben. Diese Jobagentur ist der einzige Ort in Ostend, zu dem auch andere Leute kommen. Wenn der Laden geöffnet ist, solltest du mal reinschauen. Okay. Jobagentur zurzeit geschlossen. Komm später wieder. Das ist natürlich schade. Diese Tür ist von innen verschlossen. Ja, hier sind irgendwie. Ist keiner bereit, irgendwie was mit uns zu machen. Schade. Und hier. Die Tür ist verschlossen, du brauchst einen Schlüssel. Ja. Okay. Hat sich ja absolut. Wow. Das war nicht so gut. Das zieht uns, glaube ich, auch ein KP ab. Ein bisschen uncool. Ja. War jetzt nicht so unbedingt hilfreich, dass wir ihn besiegt haben. Ich dachte, da hinten gibt es vielleicht auch noch was helfen könnte oder was. Noch ein ganz nettes Item oder was weiß ich. Hat sich leider nicht so bewahrheitet. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt lang? Da bin ich mir echt unsicher. Oh, hi. Gestatten, Funkelbart. Ich sammle Sternensplitter. Je mehr, desto besser. Und du? Hast du welche? Ich tausche sie gegen Orden. Also, wollen wir tauschen? Welchen Orden möchtest du haben? Sound FXB. Bei Mangel erzeugt Mario einen seltsamen Ton. Ja, die Sound FX-Orden. Nein. Verhindert gegnerischen Erstangriff. Klingt eigentlich ganz nett. Glück gehabt. Gegnerische Angriffe auf manche Mario gehen manchmal daneben. Ich glaube, der könnte tatsächlich ziemlich helfen. Weiß aber nicht, ob wir ihn uns schon holen wollen oder ob andere vielleicht ein bisschen cooler sein werden. Kuckuck ist ziemlich cool. KP der Gegner zeigen. Schnellwechsel ist auch ziemlich cool. Nach dem Kampf kann man nach der Auswahl direkt eine Aktion ausführen. Jede Attacke, die Mario ausführt, wird um 1 BP günstiger. Das ist natürlich auch nice. Jede Partner. Genau, es gibt auch Partnerorden jetzt. Das finde ich auch ziemlich cool. Und ein Kraft Plus eben. Kraft Plus natürlich Ultimum. Du machst einen Rücktier? Wirklich? Du enttäuscht mich. Oh, tut mir leid. Wollte ich nicht. Fürchte nur, ich bin tatsächlich ein bisschen überfragt, wo wir jetzt genau hin müssen, weil. Ah, hier, okay. Das, hätte man sich noch daran erinnern können, dass es hier noch einen Papierflieger gab. Nehmen wir den da unten noch mit? Warum nicht? Können wir mal machen. Alles gibt uns ein bisschen Erfahrung, es kann nie schaden. Ah, ja. Hä? Ah ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich wieder. Also, das, was ihr jetzt hier seht, was ich mache, was immer diese Cool-Angriffe sind, das sind diese Show-Einlagen, von denen Goombard geredet hat. Die bringen einem deutlich mehr Sternenenergie, wenn man die macht. Und ich glaube, sie können auch das Publikum schneller füllen, irgendwie sowas. Also es ist ziemlich sinnvoll, die einzusetzen. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich die in meinem Originalspielstand fast nie gewusst habe, wie man sie einsetzt. Ist eben auch nicht so einfach, das zu begreifen, weil es wird einem mir nie erklärt, wie man es macht. Man muss irgendwie wild A spammen und versuchen es rauszufinden. Das fühlt sich glitschig an. Ja, Glitchkopf. Blob! Autsch, was soll das? Ja, das ist nämlich ein guter Blopper. Blob, blob, blob. Wer wagt es, dem Blopper weh zu tun, dem größten aller Tintenfische? Blob, blob, blob. Mit mir ist nicht zu spaßen. Blob, 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 blob. Unverschämter Zwerg. Blob, blob, blob. Na dann los. Okay. Blob, 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 blob. Seht ihr meine Tentakeln? Mario, erinnerst du dich noch dran, was Professor Gumbart sagte?
Mit Y können wir die Reihenfolge unseres Angriffs tauschen. Wenn dein KP zur Neige gehen, solltest du mich mit Y kämpfen lassen. Das haben wir eben schon genügend, zur Genüge rausgefunden, sagen wir es so. So, wir können den Blopper scannen, aber nicht seine Tentakeln, offensichtlich. Das ist ein Blopper. Igitt ist er schleimig. Also schleimige Monster kann ich gar nicht ausstehen. Maximal KP 12, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Er greift mit seinen Tentakeln und mit Tinte an. Sind die Tentakeln erledigt, fällt der Körper zu Boden, dann kannst du angreifen. Die Tentakel haben 3 KP. Also erledigen wir diese diesen Blopper. Okay, dann... Ich bin tatsächlich immer noch ein Freund von dem normalen Hammer. Blopper, wie gemein! Blop, 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 ich bin nicht essbar. Blop, blop, blop? Ihr wollt mich grillen, oder? Nie im Leben? Versager. Wieso Versager? Oh mein Gott. Die Bitch-Slaps mit seinen Tentakeln, die sind gar nicht so easy auszuweichen. Machen wir einmal hier den Powerhauer? Ne, können wir nur auf die vordere machen. Okay, das hat sich dann... Oh mein Gott. Das war nicht gut. Oh mein Gott, hallo. Ich krieg keine Action-Kommandos gerade hin. Hallo? Wieso? Okay, einmal so. Jetzt klappt's natürlich. Das war Tentakel Nummer 1. Und das war Tentakel Nummer 2. Perfekt. So, und tschüss. So, jetzt könnten wir ihm einmal einen Powerhauer reinhauen. Ich denke, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Way! Wahnsinn! Bringt zwar überhaupt nichts, weil unsere Sternenergie noch voll ist, aber... Naja, und mit Gumbrina kriegt die Action-Kommandos irgendwie nicht gebacken. So, können wir eigentlich nochmal einen Powerhauer reinhauen? Man kriegt ja relativ schnell seine Sternenergie wieder aufgefüllt. Ja, wenn ich jetzt die erste... Oh ja. Okay, also Action-Kommando bei ihm ausweichen ist doof. Aber was wir nochmal machen, ist den Sternenfit einmal. Können wir uns noch ein bisschen aufheilen. Und danach können wir ihn besiegen. So, wie vermeidet man jetzt am besten die Giftpilze? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ja, das hat gepasst. Irgendwie kommen jetzt gar keine Giftpilze. Oh doch, da war einer. Gut, wenn sie alle am Ende kommen, ist natürlich nice. Ich glaube, es ist tatsächlich sogar am besten, einfach zu spammen. Und egal, ob die Giftpilze da sind oder nicht, einfach drauf. Okay, also mit ihr finde ich das, die Show-Einlage ziemlich schwierig. Den muss man, glaube ich, einsetzen, wenn sie auf den Boden zurückfällt. Aber irgendwie... Keine Ahnung. Blopper! Ja. Nicht durch die Decke gehen, mein Freund. Alles wird gut. Und damit haben wir ein paar Plattformen freigeschaltet. Und Gumbrina geht ein bisschen schwimmen. Geht nochmal ein bisschen schwimmen. Ja, die KI von seinen Partnern. Ich meine, ihr kennt die Problematik. Und auch meine KI ist auch relativ krass. Aber was ich auch cool finde, ist, dass man hier auch ein bisschen angegriffen wird. Dann von einem, keine Ahnung, Hai oder irgendeinem anderen Fischi, Guppi, was weiß ich. Und da... Ah, nee, Feuerland, hatte ich das gesagt? Ich glaube, es heißt Feuerland hier. Sind wir jetzt angekommen? Logarths Drachenburg. Kapitel 1. Sehr schön. Feuertal, okay, nicht Feuerland. Hätte man... vielleicht sich merken können. Hier ist also das Feuertal. Und hier soll sich eins der Sternjuwelen befinden. Also los, Mario. Das Abenteuer beginnt. Yes! Und damit sind wir in unserem ersten Gebiet gelandet. Ganz Paper Mario typisch. Das erste Gebiet. Einfach eine Gras-, Wald- und Wiesenlandschaft. Und der erste Baum hat einen Sternsplitter. Der zweite hat einen Pilz. Ist auch in jedem Paper Mario so. Nee, ich glaube nicht, aber... Man kann es mal behaupten. Ja, erste Welt, standardmäßig, Graswelt, ist nichts Besonderes, würde ich sagen. Vielleicht doch. Was war das? Oh Mario, sieh dir das an.
Wahnsinn, so ein großes Monster habe ich ja noch nie gesehen. Und das direkt nach unserer Ankunft im Feuertal. Gruselig. Los, Mario, lass uns schnell von hier verschwinden. Ja, okay, vielleicht doch ein bisschen besonderer als eine Wald- und Wiesenwelt, aber was ich halt toll finde, ist, dass im Hintergrund halt noch diese, man könnte es fast Chibi-Grafik nennen, einfach diese, ja, noch ein Pilz, okay, so langsam sind wir ein bisschen pilzüberdrüssig, aber egal. Ja, dass er einfach da so viel Wert auch noch im Hintergrund legen. Ich meine, das haben wir in Super Paper Mario auch gesehen. Ich glaube, viele der Grafiken hier sind in Super Paper Mario auch ein bisschen ähnlich. Aber ich meine, das hier kam zuerst, ne? Das muss man dazu immer sagen, ja? Also, und Super Paper Mario hat in meinen Augen eben nicht die tolle Kampfmechanik von einem normalen Paper Mario. Und ja, diese Standard-Kampfmechanik, also ich meine, es ist einfach was Tolles. In Super Paper Mario haben sie mal was Alternatives probiert. Im Anschluss haben sie nur noch alternative Sachen probiert. Und ich muss sagen, alles, was danach kam mit Stickern und Karten und was weiß ich. Der Orden tut mir nichts. Wenn Vorsicht geboten ist, gehen gegnerische Angriffe gegen Mario eher daneben. Den können wir doch auf jeden Fall mal anlegen. Sollten noch genügend Punkte haben. Genau. Also wenn wir in Gefahr sind, wenig HP haben, dann kann es mal passieren, dass gegnerische Angriffe einfach daneben gehen. Ist eine super Sache. Da habe ich den ersten Angriff ein bisschen verpeilt, was soll's. Ja, wie gesagt, die. Oh mein Gott. Also die Sprung. Ich weiß nicht, die Sprungangriffe, Action-Kommandos, die finde ich immer noch schwierig. Fragt mich nicht warum. So, perfekt. So, Mario. Ja, okay. Und bei dem ist allerdings die Show-Einlage ziemlich easy. Muss man auf der anderen Seite auch sagen. Und ihr seht, wenn man die Show-Einlage macht, kriegt man eben schon bei 10 Zuschauern schon irgendwie ein Fünftel oder Sechstel von seiner Sterne ein, von seiner, von seiner Sternenergie wieder. Warum? Den Eindruck, er reagiert manchmal ein bisschen spät beim Umdrehen. Ja, der Kampf wird ein bisschen witzlos, weil wir jetzt warten müssen. Können verteidigen, falls der. Ja, falls er auf Gumbrina gegangen wäre, hätten wir was zum Verteidigen gehabt, aber. Wen kümmert's? Das ist eben ein bisschen schade. Wenn man nur Gumbrina als Partner hat, kann man eben Stachelgegner nicht wirklich angehen. Aber damit sind wir schon auf dem nächsten Level gelandet. Herrlich. Level up! So, und was nehmen wir uns jetzt? Wir können jetzt entscheiden zwischen KP, BP und OP-Aufwertung. Ja. Im Grunde, wir haben aktuell noch keine großen Orden, deshalb finde ich OP zu nehmen an der Stelle ein bisschen schwierig. BP finde ich 5 ziemlich mickrig. Da wäre ich tatsächlich dafür, weil mit mehr BP kann man auch ziemlich viel geilen Shit machen. Und KP, ja, ist auch ganz hilfreich, aber ich bin ein Freund davon, KP und BP relativ ähnlich zu leveln, deshalb machen wir erstmal die BP. Und man kriegt auch immer volles Leben und volle BP nach so einem Kampf hier. So, was war hier eigentlich? Ah, hier ist so ein. Ich springe oft gegen Block und dann wird das schon. Und hier. Ah, hier kommen wir oben raus, genau. Ich erinnere mich. Und da kommen wir aber nicht rüber. Ist beinahe gecheatet, aber leider nicht genau. Moment, gab es hier einen Sternensplitter in der Röhre? Ne? Ja, vielleicht. In dem Spiel gibt es dermaßen viele Secrets, was sowas angeht. Ich meine, im ersten Paper Mario war das auch schon so, aber. Übrigens, Mario, wenn du in Zukunft irgendwann nicht weiter weißt, drücke X und nutze meine Fähigkeiten. Vielleicht kann ich dir ja einen nützlichen Tipp geben. Ja, das sollte man immer wieder beherzigen. Und gerade in diesem Paper Mario-Teil, ich habe es schon im Intro kurz angesprochen, die Rätsel sind teilweise schon echt knackig, muss man sagen. Gerade verglichen mit dem ersten Paper Mario und auch mit Super Paper Mario finde ich den hier tatsächlich am rätsellastigsten. Ja, ist aber auch eine coole Sache. Also ich meine, man muss halt ein bisschen lernen, damit umzugehen, aber man kriegt definitiv was geboten für sein Geld hier. Und das werden wir später auch noch sehen. Es gibt ein paar super schöne Welten in dem Spiel. Da freue ich mich jetzt auch schon drauf, weil ich mich an einigen Sachen so halb erinnere. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich diesen Teil hier schon am längsten nicht mehr gespielt habe. Und gerade in der Hinsicht auch sehr wenig weiß tatsächlich. So, ein paar Büsche untersuchen. Kann einmal Münzen geben, kann dann zu einer Röhre führen. Das erinnert schon so ein bisschen an die ersten Spielereien mit den. Ja, im ersten Paper Mario gab es diese beiden Goombas, den roten und den blauen. Das erinnert so ein bisschen daran. So, wir gehen natürlich einmal ganz untypisch als erstes nach links. Gibt es hier irgendwas? Nö.
Aber hätte durchaus sein können. Und die Musik hier, habt ihr vielleicht auch schon bemerkt, ist so ein ziemlich kranker Remix, finde ich sogar von rechts gibt's. Ah, ja. Irgendwo muss es was geben. Hier vielleicht sogar noch weiter. Nee, okay. Also in Super Paper Mario haben sie solche Geheimnisse, glaube ich, noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben. Das geht hier noch ein bisschen mehr klar. Aber halt auch nur für optionale Sachen normalerweise. Hier gibt es halt eher so Story-Rätsel in dem Spiel. Und ja, was wollte ich sagen? Also wie gesagt, ich habe den Teil am längsten nicht mehr gespielt, aber ich habe den Teil als Kind extrem lange gespielt. Und das ist vielleicht auch eher der Grund, warum ich den hier als letztes Let's Played habe. Weil Super Paper Mario war damals noch relativ frisch, würde ich sagen, und ich hatte Bock, es nochmal durchzuspielen. Oh ja, ein Mysterium erhalten. Was es bewirkt, keine Ahnung, finde es heraus. Ja, das ist unser Roulette-Item. Finde ich eine super Sache. Dass man so ein bisschen random das auch einbaut. Feuerblume. Öfter mal gibt es das auch, dass neben Blöcken nochmal Blöcke versteckt sind, aber da bin ich mir halt absolut unsicher, an welcher Stelle das so ist. Da müssen wir ausprobieren ein bisschen. Blütenweiler. Ah, willkommen Reisende. Dieser Ort, man nennt ihn Blütenweiler. Und in diesem abgelegenen Ort hatten wir schon ewig keine Touristen mehr. Seit die schreckliche Logar diese Gegend unsicher macht. Seitdem bleiben die Besucher aus. Logard? Das ist bestimmt das große Monster von eben. Logard heißt es also, ein ungewöhnlicher Name. Aber sag mal du, hast du schon einmal von dem Ster von den Sternjuwelen gehört? Wir sind auf der Suche nach diesen Steinen. Sternjuwelen? Nie gehört. So etwas fragt ihr am besten den Bürgermeister. Er ist sehr alt und er kann sich noch an Sachen erinnern, die sonst niemand weiß. Ja, die Alten zum Rat und die Jungen zur Tat. Der Bürgermeister wohnt in dem pinken Haus da drüben. Geht gleich zu ihm. Pink? Na gut, vielleicht nicht gerade geschmackvoll, aber sicher leicht zu finden. Na gut, vielen Dank. Naja, man muss nur wissen, wie man sich seine Corporate Identity schafft. Ich sollte dringend aufhören, in Flüsse zu springen. Ich mache das viel zu häufig und viel zu gern. Naja. Guten Morgen, guten Tag, man nennt mich Knospi. Ich mag es hier. Es ist wunderbar, von Blumen umgeben zu sein. Ja. Und deshalb chill ich hier noch eine Weile weiter. Habt ihr auf dem Weg hierher Logard gesehen? Ihr habt Glück, dass sie euch nicht vorher bemerkt hat. Sonst hätte sie euch wohl sicher mit Haut und Haaren verschlungen. Vielleicht war sie ja auch satt oder fand, ihr seht nicht lecker genug aus. Jedenfalls hattet ihr wirklich Glück. Ja, Dankeschön. Seit einer Weile spiele ich nur noch mit meinem Nintendo Entertainment System. Besonders gut gefällt mir ein Spiel namens Super Mario Bros. Kennt ihr das? Das müsst ihr euch unbedingt auch kaufen. Ja. Schön Werbung in den eigenen Spielen machen. So lieben wir das Nintendo. Wobei es. Ich habe den Eindruck, sie machen es zumindest nicht extrem oft. Zumindest wäre es mir noch nicht so penetrant aufgefallen. Also, ja. So ein bisschen Werbung zu machen kann wohl nicht schaden. Warum gehe ich nicht ins Tod-Haus? Keine Ahnung. Hätte ich mal machen sollen. Wollen mich verzahlen? Keine Ahnung. Nee. 5 Münzen sind gerade ziemlich viel wert. Ich wollte nur gucken, ob es da noch was zum Reden gibt. Denn, wie auch beim letzten Paper Mario, werde ich natürlich probieren, an jeder Stelle mit jedem einmal mindestens zu reden. Damit wir auch die volle Gänze des Spiels rausbekommen. Ich finde, in einem, ja, RPG-artigen Spiel muss es einfach ein bisschen sein. Tritt ein, mein Freund. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Was kann ich für dich tun? Kaufen, verkaufen, Rabattpunkte, lagern. Lagern könnten wir was. 32 Items kann er noch lagern. Wir haben 6 Items im Inventar. Ja, einen Pilz können wir vielleicht mal lagern. Und eine Feuerblume. Das Mysterium würde ich mal behalten. Aber wir können noch einen Pilz lagern, das passt schon. Die Sache ist, die meisten Items kommen wieder vorbei, wenn du es brauchst. Ja. Wir können uns hier auch nochmal die Sachen durchlesen, aber die meisten sind nicht so interessant. Vor allem nicht für den Anfang, wo man halt geldmäßig auch noch nicht so gut dasteht. Später wird es deutlich, deutlich angenehmer. Mein Name ist Bob-Omb. Ein alter Bob-Omb ohne Träume und Hoffnungen.
In diesem Ort tue ich niemandem etwas, also lasst mich in Frieden. Okay, Bob um. Schade drum, Mr. um. So, und wem haben wir hier mit der fancigen pinken Frisur? Bonjour, Mademoiselle, einen schönen, so ein schöner Tag. No, no, nicht du, Monsieur Schnauzer. Ich rede von der süßen Mademoiselle hinter dir. Mademoiselle, sprich mit mir, nicht mit diesem dummen Monsieur. Igitt, du bist nicht mein Typ, such dir eine andere. Oh la la, wie direkt und so wundervoll energisch. Ich bin begeistert. Ich werde mich gedulden, bis du deine Meinung änderst. Los, Mario, lass uns schnell von hier verschwinden. Oh la la, Mademoiselle. Du konntest mich also nicht vergessen. Deshalb bist du so wunderbar für mich. Oh la la, Ich kann kein Französisch, lass das bitte. Allein der Gedanke an dich raubt mir jeden Tag den Schlaf. Mario, komm, mit so einem Kerl wollen wir uns gar nicht aufhalten. Oh la la, ja. Alles gut. Keine Sorge, wir gehen. So, wen haben wir hier? Ein Cooper, der ungefähr eine 2-Quadratmeter-Wohnung hat. Sehr schön. Jenseits der Berge, im obersten Stock einer alten Burg, lebt Logard. Man munkelt, in dieser Burg soll es unglaubliche Schätze geben. Viele Abenteuer sind schon ausgezogen, um diese Schätze zu bergen, aber keiner von ihnen ist je wieder heimgekehrt. Was meinst du? Irgendwie gruselig, oder? Na, so ein bisschen. Ich finde es auch schön, wie hier so ein Peach Stalker ist und so Fanbriefe, ja, Fanposter im Hintergrund hat. Ja, allein solche Details, dafür liebt man Nintendo irgendwie.